Einen Tag mit Paul Ripke? Klingt nach einem Sklavenjob. Aber, naja, man müsste sich ihm ganz verschreiben. Es ist praktisch ein Life for Paul. Aber was ich an einem solchen Tag machen würde? Ganz einfach. Zuallererst reich ich dir morgens deinen Kaffee-Latte. Weck dich sanft mit seinem Duft, mit Schaum zu Smoothie-Watte. Öffne deine Jalousien, lass die Sonne herein. Deine Hose liegt bügelwarm zum Anziehen bereit. Steck dir Pantoffeln auf die Füße und helf dir aus dem Bett. Mach dir dabei Komplimente über dein fittes Waschbrett. Für dich ins Badezimmer, stell das Duschwasser auf Lau. Seif dich gründlich ein, stell dir halt vor, ich wär eine Frau. Dann rubbel ich dich trocken, aber richtig frotte weich. Tritt bei der Pasta auf die Tube, bevor ich dir die Bürste reich. Verlass diskret den Raum, denn besser ist es, denn schon beim morgendlichen Geschäft machst du Big Business. Wenn du das Esszimmer betrittst, steht das Frühstück auf dem Tisch. Die Croissants von deinem Bäcker duften hier schon herrlich frisch. Und natürlich kenne ich alle deine Lieblingsmarmeladen. Lest dir aus der Zeitung vor, musst zuvor den Speck anbraten. Öffne dir die Tür zu deinem Wagen, heute darfst du hinten sitzen. Und kutschier dich ins Studio, gib dabei Acht, dass sie nicht blitzen. Dort angekommen, öffne ich deine Post, sortier die Werbung aus. Kümmere mich um den Terminplan, klär dich darüber auf. Mensch, du kannst dich freuen, heute Shooting für Maxine. Die Mädels kommen in der Stunde, ich mobilisier dein ganzes Team. Leere deine Speicherkarten, polier die Optiken rein. Säuber den Sensor der 5D Mark II für deine Filmereien. Lies dir das Briefing nochmal vor, heute Bikini-Shoot. Ich mach fürs Foto Nippel steif, glaub mir, ich kann das gut. Ich wechsel deine Linsen, nimm dir die Hasselblatt ab. Hantier in deiner Blitzanlage den lieben langen Tag. Bügel die Schlüpfer deiner Models, sortier die Bilder aus. Trockne den Schweiß von deiner Stirn, füll dir deine Cocktails auf. Hol dir einen Stuhl, einen Cookie und eine Coke, ist alles erst im Kasten. Bring die Kunden nach draußen und lass dich ein wenig rasten. Mach dir Sushi gegen Hunger, setz mich ran an Photoshop. Mach die ersten paar Retuschen, während ich dich ständig lobe. Alles ab, sichere die Daten, saug den Studioboden raus. Massier dir die Füße, fahr dich mit dem Wagen nach Haus. Dort öffne ich den Brandy, leg deine müden Beine hoch. Stell dir den Fernseher an, bevor ich für dich Pudding koch. Setz mich an der MacBook Pro, schreib einen Blog-Eintrag über Nippel, Fotos, Grußer, waschen, unseren schönen Tag. Schläfst du auf dem Sofa ein, trag ich dich ins Bett. Oder vielleicht findest du ja eine gute Nachtgeschichte nett. Ich lass dich erst alleine, wenn du irgendwas träumst. Leise schließe ich deine Tür, schlaf gut, mein Freund. Wenn du am Morgen erwachst, bin ich längst fort. Genauso wäre unser Tag, ich geb dir mein Wort.